Ja, und zum Zweiten habe ich noch einen Text für euch mitgebracht. Ich sollte vor langer, langer Zeit mal einen Text schreiben zu einem Song. Ist jetzt auch eine lange Story auf jeden Fall. Heißt dieser Text wie dieser Song damals, Wenn ich mutig wäre. Und es geht um was ganz anderes. Und den trage ich euch jetzt, glaube ich, einfach vor, so ganz schnell. Dann sind wir cool. Ja. Wenn du heute nicht kommen willst, dann kommst du vielleicht morgen. Und wenn du heute nicht gehen kannst, dann gehst du eben bald. Hast du noch gedacht und ich habe dir gesagt, denk daran, was du in einem Jahr denkst. Ja, ich habe mal gehört, dass man, bevor man etwas Aufregendes tut, also zum Beispiel einen Porno drehen, sich Sandsäcke dorthin implantieren lassen, wo eigentlich Silikon hin sollte, oder seinen Opa vom Fichtelberg stürzen, erstmal überlegen soll, wie man in einer Woche, einem Monat und einem Jahr darüber denkt. Also denk immer daran, was du in einem Jahr denkst. Vielleicht sage ich mir in einem Jahr, wenn ich das alles vor einem Jahr beendet hätte, dann hätte ich niemals das Verbot für Bauchtaschen bei Männern durchgesetzt. Nemo gefunden. 50 Küken aus der Rügenwalder Mühlefabrik gerettet, eine ganze Celebrations-Packung alleine zelebriert. Hätte ich niemals einen Uwe getroffen, der weder bei Obi arbeitete, noch hauptberuflich auf dem Sportplatz einer Kleinstadt Rasen mähte. Wäre nie als Intimfrisuren-Model in die Bravo gekommen. Hätte mir nie ein Poster von Alexander Klavs in hippen Klamotten von 2003 aufgehängt. Ein Kind aus dem Bus geworfen und sein Eis behalten. Nie die Geschichte gehört, wie Opa 1951 mal 2 Wochen lang aus Versehen mit dem Kopf in einem Fischernetz festhing und mich gefragt, ob ich nicht für Höheres bestimmt bin. Also für Bergsteigen. Herr Depression ist ein Arschloch. In ruhigen Taten steht er still, in Worten schweigt er still. Und wenn ich so mit ihm rede, dann wirkt er ja auch erst ganz normal. Aber je mehr ich mich vor ihm zurückziehe, desto mehr nimmt er mich ein. Es gibt einfach Tage, da ist er ziemlich gut drauf, zieht sich schick an, setzt einen Hut auf und ich denke wieder, wenn ich heute nicht kommen will, dann komme ich vielleicht morgen. Und wenn ich heute nicht gehen kann, dann gehe ich eben bald. Und wenn ich mutig wäre, dann hätte ich ihm schon längst gesagt, dass ich ihn überhaupt nicht mag, weil er, wenn er ein Mensch wäre, dieser eine mit dieser unangenehmen Lache wäre, der auf jedem Poetry Slam vom Rest des Publikums dafür ausgelacht würde. Und ich es scheiße fände, dass er auf den Spielplatz geht und die herumsitzenden Eltern mit seiner Schaufel schlägt, dass er so stark Haarausfall hätte, dass er mir immer seine Barthaare aus dem Gesicht sammeln müsste, wenn wir uns geküsst hätten und nie einen Bibi und Tina-Film mit mir geguckt hätte. Und das ist das Schlimmste. Und ich würde Nachrichten von ihm bekommen und denken, es wäre ein Penisbild, aber es wäre ein Video davon, wie er Diabolo spielt. Um mich zu beeindrucken. Nur kann er nicht so gut Diabolo spielen, deswegen hätte das nicht funktioniert. Und wenn ich mutig wäre, hätte ich ihm jetzt schon längst gesagt, dass ich ihn überhaupt nicht mehr mag, weil mich sein Penis viel mehr interessieren würde als sein Diabolo. Aber ich bin ja ein Mädchen und als Mädchen sagt man sowas nicht. Das hat irgendein Mann mal gesagt und seitdem steht das so fest. Ich würde so gerne Tiere pflanzen, Pflanzen bauen, Drachen töten, schwule Gärtner heiraten und rein platonisch mit ihnen Heckenscheren shoppen gehen. Ich würde gerne ein cooles Startup-Unternehmen gründen, das ganz hippe hygienische Sachen mit Ökostrom herstellt, die einen glücklich machen, aber gleichzeitig auch nicht teuer und nur wenig krebserregend sind, in allen möglichen Farben erhältlich und manchmal ganz fruchtig schmecken. Ja, okay, vielleicht stellt dieses Unternehmen einfach nur Kondome her, ja. Aber es geht ja ums Prinzip. Ich möchte irgendwas Cooles machen, aber da, wo ich bin, geht das nicht, denke ich immer. Und wenn ich mutig wäre, würde ich einfach auf die nächste Fähre nach weit weg steigen, wo der Arschpfeffer von Timbuktu wächst. Keine Ahnung, vielleicht Mecklenburg-Vorpommern. Weil es mir überall besser gehen würde als da, wo ich bin. Und wenn ich mutig wäre, würde ich dann zurückwinken und hoffen, dass das Land hinter mir wegbricht wie das Römische Reich nach dem Hundensturm und ich nie wieder daran denken muss, wie Stalin, an die Werte der russischen Revolution. Das ist jetzt witzig, das ist meine Lieblingsstelle, weil es ist ein politisch-historischer Witz. Ja. Aber immerhin bin ich mutig genug zu sagen, dass ich zwar heute nicht komme, aber vielleicht komme ich morgen und wenn ich heute nicht gehen kann, dann gehe ich eben bald. Ich wünschte, Professor Lupin hätte mir beigebracht, wie man sich gegen Dementoren wehrt. Und ich wünschte, ich hätte im Allgemeinen in Verteidigung gegen die dunklen Künste besser aufgepasst. Und ich wünschte, ich wäre nicht der Maulwurf, sondern wüsste, wer mir auf den Kopf gekackt hat. Und ich wünschte, ich wäre Peach, dann würde früher oder später auf jeden Fall jemand kommen und mich befreien. Oder auch ein verstopftes Rohr, Hauptsache der Klempner kommt und rettet mich. Und du sagst, wenn du heute nicht kommen willst, dann kommst du vielleicht morgen. Und wenn du heute nicht gehen kannst, dann gehst du eben bald. Denn in ruhigen Taten stehst du still, in Worten schweigst du still. Also bitte, bring mich nach Hause. Bring Großmutter Kuchen und Wein. Bring Erdbeermarmeladebrote mit Honig zu Tom und der Erdbeermaus. Bring dem Taler sein Lachen zurück. Und geh runter zum Kiosk. Und bring mir ein Bier mit. Aber bitte, bitte, bring dich nicht um. Dankeschön.